Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einer weiteren Folge Command & Conquer Remastered Not-Kampagne. Pow! Man möge leichtes entschuldigen, weil ich habe nämlich eine Allergie. Es geht nämlich langsam los. Das ist verdammt nicht toll. Deswegen, nicht wundern, wenn ich doch häufiger mal ein bisschen mache. Ja, zum Glück ist es keine Tiberium-Allergie, sondern nur in Anführungsstrichen hier, da draußen Blüten und der ganze Schissel, der versucht mich zu töten. Ja. So, aber ich bin ja drin. Ne? Ich streame ja, Ich nehme auf und streame von innen. Aus meinem Bunker hier, fernab jeglicher Natur, die mich töten möchte. Mein Gott, Tiberium ist schon da. Jesus, ey. So. Ja, wie gesagt, wir machen hier die Not-Kampagne weiter. Zack, delete, ding, ding, Not. Was haben wir denn hier? Das wird jetzt interessant. Das ist nämlich Abfangen des Konvois und Operation Falsche Flagge. Im Kern scheinen es sehr ähnliche Missionen zu sein. Aber doch ein bisschen unterschiedlich. Hier bei Sudan Ost und West haben wir schon festgestellt, es ist dieselbe Mission im Grunde. Ist auch sogar derselbe Text da unten. Nur hat man verschiedene Starteinheiten. Ich bin also mal gespannt, wie sich das hier so entwickelt. Zurück auf normal. Einsatzbesprechung. Den Mod habe ich übrigens ausgeschaltet hier, den Randomizer, ja, bevor ihr jetzt hier das totale Chaos erwartet oder sowas. Nein, die Kampagne spielen wir erstmal ohne Mods durch. So Mod-Sachen für später. Aber ich nutze diese Chance jetzt mal, um nochmal direkt zu verweisen auf unsere Mod-Playlist für Command & Conquer Remastered. Jeden Donnerstag. Oder, ja, mehr oder weniger jeden Donnerstag. Da machen wir entweder Multiplayer-Matches oder halt stellen den Mod vor. Und entsprechende Playlists dafür sind halt auch in unserer Playlist-Liste zu finden, beziehungsweise auf unserem Kanal. Und da gibt es halt jetzt noch eine für einen Mod oder für Mods. Und der erste Mod, den wir da vorgestellt haben, war der Randomizer und der... Man muss ihn gesehen haben, muss ihn erlebt haben. So, es wird sicherlich demnächst noch eine zweite Folge mit dem Randomizer geben, weil er den jetzt gerade updatet und noch ein paar neue Sachen einbringt und so weiter. Und dann vielleicht noch eine dritte später, weil er das auch für Red Alert macht. Aber wer schon mal was sehen möchte, dass das Chaos und den Wirrsinn, der, einfach mal schauen, unsere Mod-Playlist für CNC Remastered, großartige Sache. Aber nun gut, also, die GDI versucht, ein sympathisierendes Dorf umzusiedeln. Fangen Sie den Konvoi ab und zerstören Sie ihn. Es ist unerlässlich, dass die Dorfbewohner restlos ausgelöscht werden. Als warnendes Beispiel für alle Einheimischen, die sich gegen uns stellen könnten. Oh, das ist schon ganz schön rabiat, ne? Gut, machen wir hier so. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Die GDI evakuierte das Dorf um Hajir. Not-Einsatzanweisung. Dorf zerstören und GDI-Rettungsoperation beenden. Örtliche GDI-Truppen aufspüren und vernichten. Ich dachte, es wäre mit einem Basisbau oder so. Aber nein, ist es nicht. Okay, gut. Jawohl, lass mal gucken. Eins. Jawohl, Sir. Zwei. Drei. Jawohl, und Sir. Vier. Wir können ja mal was ausprobieren. Jawohl, ja. Wir machen die mal hier hin. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Die Zweier hier hin. Das sind Bazooka-Schützen, naja. So. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, in Ordnung. Mal gucken. Na, lass uns erstmal die Gegend scouten. Brecher auf. Brecher auf. Hm? Bestätigt. Brecher auf. Umdrehen. Brecher auf. Ach, so ein Granaten. Ich wollte gerade sagen, was? Die schießen doch mit so krassen Sachen, aber nope. Jawohl, Sir. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh. Jawohl, Sir.
Okay, doch. Sie verfolgen wirklich jawohl, weiterhin ja, noch den Jeep. Ja, ja. Jawohl, Mann, Mann. Breche auf. Yeah, den Buggy. Bestätigt. Nicht den Jeep. So, jetzt können wir schon mal ein bisschen vorrücken. Langsam. Jawohl, Sir. In Ordnung. So. Jawohl, Sir. In Ordnung. Die auch mal hier so ein bisschen hin. So, alle mal so ein bisschen hier, so ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Nicht so ein Massaker wie das letzte Mal. Warte, kommen wir jetzt gar nicht durch hier? Doch. Machen wir hier ein bisschen Platz. So. Oh, 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 da kommt was. Da kommt was. Oh, ja, die Granatentypen sind echt eine Gefahr. Die sind problematisch. Da muss ich echt tierisch aufpassen. Aber der Buggy muss jetzt, glaube ich, auch mal weg. Breche auf. Bleibt er da stehen? Ja, da stehen, ne? Ja, okay. Jawohl, Sir. Hm. Interessant. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Ah, die Granatentypen, die haben ganz schön Aua gemacht eben. Das war jetzt jawohl, nicht ganz so cool. Ja, und deswegen fahren wir eigentlich normalerweise immer wieder weg gleich. In Ordnung. Weil dann laufen sie nämlich einfach stur dem Fahrzeug hinterher und ignorieren eigentlich so gut wie alles andere, was eine Gefahr ist. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Sinn hier? Macht es überhaupt Sinn, hier zu fahren? In Ordnung. Oh, was ist da los? Zivilisten. Breche auf. Müssen wir die töten? In Ordnung. Ach doch, ja, ja. Oh, was ist denn hier Schönes? In Ordnung. Aha. Warte mal. Okay, da ist gar nicht mehr so viel, ne? Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Schon dabei. Geht ihr mal hier hin. Jawohl, Sir. Ihr? Oh, Truppentransporter. Jawohl, in Ordnung. Das Buggy. Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Ach, was? Da gelten die Scheiße entkommen? Ja? Ach so, da gilt die schon als verloren. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Interessant. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. Okay, gut, machen wir das anders. Bestätigt. In Ordnung. Wir machen das anders jetzt, ja. In Ordnung. Breche auf. Erstmal kurz hier runter, die Leute abholen. Ah. Jawohl, Sir. Oh, umdrehen. Bestätigt. Alle hier mal ein bisschen zurückziehen. Jawohl, Sir. So, geh aber ein bisschen hier hin. Jawohl, Sir. Oh. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Okay. Ah, schieß. Oh, weiter. Nicht. Jawohl, ah, shit. Jawohl, Sir. Ungünstig. Aber egal. Jawohl, Sir. Mist. Oh, da kommen schon wieder welche. Bestätigt. Jawohl, bestätigt. In Ordnung. Jawohl, Sir. Okay. Jawohl, Sir. Ich muss aber ein bisschen den Weg frei machen hier. Breche auf. In Ordnung. Bestätigt. So. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Hey. Jawohl, Sir. Jawohl, bestätigt. Was war das für ein Ruckler hier kurz? Jawohl, Sir. Okay, wir werden das erstmal so ein bisschen erkunden hier. In Ordnung. Den Zivilisten. Bestätigt. Die machen wir gleich platt. Breche auf. Breche in Ordnung. Bestätigt. Ah, ist, ist das der Transporter da? Ist das der nicht entkommen darf? Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, bestätigt. Jawohl, Sir. Hey, jawohl, hey. Breche auf. Lass das Ding mal heil, das brauche ich noch. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ist das der? In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Jawohl, Sir. Ich glaube, keiner davon darf entkommen, ne? Kann das sein? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir.
Sir. Jawohl, Sir. Hey, hey, hey. In Ordnung. So, warte in mal. Ordnung. Breche auf. In Ordnung, breche auf. Das ist ja eine Sache hier, ey. Breche auf. Interessant. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, breche auf. Fahren wir kurz hier hoch. Lass mal schauen jetzt bestätigt. Hier. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. Lass mal ein bisschen angreifen. Mal gucken. Jawohl, schon wieder, ja. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. Die sollten nicht auf was so hier stehen. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Da kommt also mit dem Buggy oder so an. Okay. Jawohl, Sir. Hm. Breche auf. Interessant. Breche auf. Verfolgt ihn? Ja, Idiot. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Bestätigt. Ich glaube, der wird jetzt öfters jawohl, mal mit so Konvois hier ankommen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das könnte sein, in Ordnung, ne? In Ordnung, mal gucken, was hier drüben ist. In Ordnung, in Ordnung, ja, hier ist das Dorf, ne? Ist hier das Dorf? Kann das sein? Ich glaube ja. Schon dabei. Da latschen wir dabei hin. Okay, das Ding hat er verkauft, ja. Jawohl, Sir. Wir zerstören das Dorf jetzt einfach. Mache ich jetzt. Ich glaube, sollten wir das machen? Sollten wir das Dorf zerstören? Jawohl, ich glaube ja. Bestätigt. Oh, dass die Füße da noch so lahm sind, ne? In Ordnung. Mit denen gehen wir mal hier hin. Jawohl, Sir. Bestätigt. So. In Ordnung. Bestätigt. Das sind die Bazooka-Schützen jetzt, ne? Ja, ja. Okay. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. Machen wir es mal weg hier. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, ob die damals auch einen Namen hatten. Dorf, Brunnen. Kirche, da ist ein Händlerzelt, was ist das da? Prestor Johns Haus. Ich glaube, die hatten damals keinen Namen. Jawohl, Sir. Alis Haus. Ja doch, ich glaube, jetzt im Grunde haben wir das Ding jetzt gewonnen. Also insofern unsere Leute das überleben. Das heißt also, es darf halt, der Konvoi darf nicht entkommen. Jawohl, Sir. Schon dabei. Das ist wohl der Trigger der ganzen Sache. Danach. Ja, danach passiert ja nicht mehr viel, ne? Wenn ich das richtig einschätze, jetzt heißt das. Also muss man sich echt überlegen, ob man nicht vielleicht anders vorgeht, ne? Muss man wirklich das ganze Dorf zerstören? Warte mal. Obwohl, doch, es hieß, zerstöre das Dorf, ne, oder? Ist okay. Bla 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 bla. Dorf und Restos auslöschen. Ja, also wohl jawohl, schon, Sir. Ja. Jawohl, Sir. Na gut. Jawohl, Sir. Mit den Buggies, den Raketenwerfer-Buggies, da wäre es natürlich noch ein bisschen Hütte des Medizinmanns. Okay. Wäre das wohl alles noch ein bisschen besser gegangen jetzt, aber na gut. Jawohl, Sir. Wir nehmen, was wir noch haben. Schon dabei. Jawohl, Sir. So. Jawohl, vielleicht reicht es ja auch einfach, das Dorf jawohl, zu zerstören. Sir. Obwohl, na. Wahrscheinlich müssen wir auch die ganze GDA-Base auslöschen. Wie viele das hier sind? Ah, wie groß ist denn das Dorf? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Weiter, 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 weiter. In Ordnung. Jawohl, Sir. Hm. Wir müssen gleich mal da hochgucken. Breche auf. Oh. In Ordnung. Es könnte auch sein, dass es gleich reicht. Aber ich glaube nicht. Ich schätze wirklich, wir müssen da noch hoch. Aber dann wissen wir es zumindest in der nächsten Sache. Na, da sind die auch noch Zivilisten. Okay. Interessant. Also, doch, interessant, ja. Na doch, es reicht, das Dorf auszulöschen. Ha. Ja, wo, können wir das da oben eigentlich gekonnt ignorieren, ja. Hm. Ja, weiter hier. So, schreiben kann ich auch nicht mehr. Versetzen. Interessant. Also, wenn wir einfach brachial durchbrechen würden, ohne viel Schickimicki. Hm. Können wir nur einen auswählen, ne? Was ist denn das hier?
Militärische Stärke? Lächerlich. Aha. Bevor man wirklich die Zukunft formen kann, muss man erst einmal die Vergangenheit beherrschen. Lerne unsere Geschichte, denn sie ist auch die deine. Kane will, dass du das hier kennst. Zugriff auf Archiv der Bruderschaft. Die Bruderschaft strebt eine Welt voll Frieden, Eintracht und Brüderlichkeit an. Die Bruderschaft formt sich selbst in den unscheinbarsten Ecken und bringt auch den Ländern Frieden und Einheit, die von den Weltmächten sonst vernachlässigt und ausgenutzt werden. Tiberium kündigt den Beginn einer neuen Ära an. Die Bruderschaft heißt dieses neue Zeitalter willkommen und erntet Tiberium, auf das unser gemeinsamer Glaube noch weiter hinausgetragen werde in die Welt. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberiumkristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Ich bringe gute Nachrichten. Bei einer unserer Führungskonferenzen erwähnte ich Kane gegenüber deine Leistungen. Er ist irgendwie beeindruckt und gespannt darauf, wie du deinen nächsten Auftrag anpackst. Kane will Niger und sein bester Kommandeur zieht in Algerien Truppen für einen Angriff zusammen. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass keine Epsilon-Jäger der GDI diesen Aufmarsch stören. Du wirst Flarak-Batterien mit Boden-Luft-Raketen errichten und danach den GDI-Stützpunkt vernichten. Kane ist aufmerksam geworden und beobachtet dich. Blamier mich jetzt nicht. Okay, das erste Mal. Achso, können wir eigentlich. Müssen wir gar nicht speichern, ne? Das erste Mal eine Mission. Mit Basisbau dann jetzt. Genau, am Boden, ja. Das erste Mal eine Mission mit Basisbau. Nach diesen ganzen Schwung an Missionen. Noch 4 Missionen, ne? Ja. Also, klar, wenn wir die jetzt doppelt zählen, dann nach 8 Missionen so gesehen. Aber nach eigentlich 4 Missionen, haben wir das erste Mal eine Mission mit Basisbau jetzt. Mir ist aufgefallen, wie oft Cess irgendwie am Ende. Also, wenn er dir die Auftrag gegeben hat, seinen Hauptstorytext durch hat, lalala, und dann ausschalten will, wie er den nochmal kurz anhält, wieder hochguckt und sagt, ja, na, das und das noch, und na, dies und das noch, und lalala. Es ist immer so derselbe Ablauf, so, ne? So dieses, ja, und übrigens, das und das noch, und das ist mir gerade noch eingefallen. Hey, das ist mir auch noch eingefallen. Oh, großartig. So, ja, also da haben wir jetzt gelernt, im Grunde bräuchten wir einfach nur mit unseren Truppen runter, zip, dann hier rüber, zip, oder das Dorf auslöschen. Aus der Basis da oben kommt nichts Großartiges. Wir müssen die Transporter aufhalten, der da kommt, und fertig. Ja, ist halt so eine Geschichte, ne? Mir fällt gerade auf. Schwierig ist klar. Normal ist auch klar, aber zwanglos? Was? Zwanglos? Was ist denn zwanglos für eine Übersetzung für leicht? Hä? So. Ja, ganz überraschend einfache Sache eigentlich. So, natürlich könnte man sicherlich auch Wut rum, also den Konvoi ausschalten, zack, und dann kann man ja hier rum, zack, und da in das GDI-Lager und das von hinten auslöschen und so weiter. Aber theoretisch ist das, also eigentlich ist das völlig unnötig, sich überhaupt mit dem Lager da beschäftigen, wenn eigentlich nur, dass das Dorf auslöschen muss, ne? Und den Konvoi aufhalten muss. Na gut, jetzt gucken wir uns mal das hier an. Ein kleines Dorf, das unserer Sache wohlgesonnen ist, wurde wiederholt von der GDI bedrängt. Und die Bruderschaft möchte ihr unter die Arme greifen. Finden Sie das Dorf und zerstören Sie es. Dieser Vorfall wird als Angriff der GDI gewertet werden. Was? Ein kleines Dorf, das unserer Sache wohlgesonnen ist, wurde wiederholt von der GDI bedrängt. Und die Bruderschaft möchte ihr unter die Arme greifen.
Finden Sie das Dorf und zerstören Sie es. Dieser Professor. Hey, das sind unsere Freunde. Ah, das ist so. So übel, ne? Aber gucken wir uns das mal an. Das ist wahrscheinlich selbes Video, ne? Gucken. Ja, es ist. Was? Verständig. Okay, wir werden direkt. Wir suchen einfach brachial. Breche auf. Das ist eine Videosequenz. Ich bin verwirrt. Jawohl, Sir. Breche auf. Wir werden einfach mal gucken, was wir hier radikal anrichten können. Ne? So einfach völlig out of control. Mit dem, was wir haben, darüber brezeln. Und schauen, was passiert. Erstmal sammeln hier, Leute. Was? Welche Bedeutung hatte diese Zwischensequenz? Hatte die überhaupt eine Bedeutung? Wer war das, der da hoch? Wer wurde denn da verhört? Breche auf. In Ordnung. Bestätigt. Okay. Bestätigt. In Ordnung. Das ist. Das hat so ein bisschen den Geschmack so von. Breche auf. Oh ja, wir haben da eine Idee für eine super coole Zwischensequenz. Wieso ist der eigentlich schon fast tot? Nach Tiberium wahrscheinlich. Super coole Zwischensequenz. Aber wir wissen nicht genau, wo wir sie hinmachen sollen. Also komm, packen wir sie einfach da in so eine Bonusmission halt. Passt schon. So fühlt sich das an. Aber ich kann mich auch gar nicht an diese Mission erinnern. Was ist hier schon wieder los? Hallo? Ah, das ist das Dorf, ne? Hey, 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 was stimmt mit dir nicht? Hallo? Warum sind einige von denen so aggressiv hier? Was fällt denen ein? In Ordnung. Bestätigt. So. Okay. In Ordnung. Gut ist. Ich frage mich, ob wir diese Mission auch verlieren können. Mal gucken. Ich meine, das ist ja alles möglich, ne? Es ist ja alles möglich. In Ordnung. Oh. Jawohl, okay, jawohl, der hat auch nochmal einen besseren Tag, dachte er. In Ordnung. Einheit verloren. Oh. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh, noch mehr von denen. Jawohl, diese Granatentypen, die sind echt richtig mies. Jawohl, Sir. Da muss man echt heftig aufpassen, ne? Dass die nicht so einen ganzen Trupp Soldaten einfach mal so auslöschen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Was, Panzer? Auf. Was ist denn hier nur los? Jawohl, Sir. Oh, ist da. Jawohl, Sir. Haltet ihn auf, was auch immer. Oha. Ab voll mit Leuten. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ui. Jawohl, Sir. Ah. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich glaube, der Panzer muss zuerst. In Ordnung. Jawohl, Sir. Okay, gut. Jetzt die. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Ah. Oh, da kommt noch mehr. Oh, nee. Einheit verloren. In Ordnung. Einheit verloren. Jetzt richten wir hier noch ein paar Leute hin. Jawohl, also, wie ist das Dorf, was zerstört werden muss jetzt, ne? Ja, okay. Jawohl, Sir. Da kommen noch überall Soldaten raus jetzt. Nee. Jawohl, Sir. Die denn jetzt alle her? Jawohl, halt, 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 halt. Achso, die wollen da runter ins Dorf und da randalieren, ne? Breche auf. Jawohl, Sir. Ist hier eine Kaserne oder so? Bestimmt, in ne? Bestätigt. Egal, wir machen erstmal hier das Dorf kaputt jetzt. Jawohl,
Dann habe ich unter falscher Flagge und so, zerstört ist dieses Dorf. Und sind trotzdem in Nordfahrzeugen hier und so unterwegs, ne? So. Ja doch, manchmal sind da Truppen drin, ne? Mies. Da müssen wir aufpassen, es wird gefährlich. Wir könnten noch verlieren. Wenn da irgendwie ein Granatenwerfer rauskommt oder sowas. Jawohl, Sir. Wenn der kommt jetzt raus, wirft die Granaten nochmal den Leute da? Das ist schlecht. Nee. Okay, sieht gut aus. In der Kirche war auch keiner. Das ist überraschend, da hätte ich sonst was erwartet. Da war wieder einer. So. Ich muss mal kurz was gucken. Da kommen wir auch nicht rüber, ne? Wir kommen hier nicht irgendwie. Kommen wir da doch einfacher hin? Nee. Ah, schade. Hätte sein können, dass wir einfach hier bis drüber laufen. Aber ja, gut, okay. ja. Oh, da ist auch noch einer. Ja, sowas meine ich halt. Ne? So, dass sie ja noch einen Panzer haben. Das ist natürlich. Hey, pass doch auf. Jawohl, Sir. Jawohl, sofort, Sir. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Aha. Jawohl, Sir. Den jetzt noch? Jawohl, Sir. In Ordnung. Dann würde ich sagen, hier unten noch, ne? Einsatzziel erreicht. Ja, gut. Gibt's auch ein spezielles Video nochmal? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal gucken. Wahrscheinlich dürfen wir dieselbe Mission auswählen und. Ja, aber ganz schön. die Zwischensequenz, ich komme da gar nicht drüber weg. Mal gucken. Wird dasselbe sein, ne? Bevor man wirklich die Zukunft formen kann. Ja, naja. Ich bringe gute Nachrichten. Bei einer unserer Führungskonferenzen erwähnte ich Kane gegenüber. Auch ja. Jetzt ist das. Und das. Und die haben wir. Okay, gut. So, Ben. Am Boden ist die nächste. Ja, ja gut, jetzt wird es halt das Ganze nochmal auf schwer geben. Die Sache ist, jetzt werden die Missionen ja umfangreicher. Ne, also, spätestens ab hier am Boden werden die Missionen wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, weil du musst halt Sachen bauen. Das heißt, ich muss mit dem Tiberium-Ernter losdüsen und. Bin ich am Überlegen. Die schwierige Mission denn einfach ja, offscreen denn zu machen. Ne? Also ihr seht das, aber ich die Medaille hier habt, denn beim nächsten Video in Gold habe ich das ja gemacht, weil sonst können sich das bei manchen Missionen doch ganz schön in die Länge ziehen. Denke ich mal so, ne? Die jetzt, die waren ja wirklich einfach so ein Geplänkel, die sind ja in circa 10 Minuten sind die ja zu machen, so halt, ne? Ich denke mal sogar noch schneller, die beiden hier vor allen Dingen. Aber wenn ich jetzt schon die unten am Boden sehe, mit dem Basisbau, ich muss das den Bauhof setzen, ich muss das Kraftwerk bauen, ich muss den Sammler bauen, wahrscheinlich auch noch eine Kaserne. Muss ich genug Geld für 3 Flakstationen haben, muss währenddessen da das Ding verteidigen und so weiter. Und dann auch noch die feindliche Basis zerstören. Das ist im Vergleich mit den Missionen viel. So halt, ne? Und, da ist halt die Frage, ob man das denn, ja, ne, ob sich das denn wirklich lohnt, das Ganze nochmal zu machen. Oder aber wir spielen einfach die Mission direkt auf schwierig. Also direkt sagen, wir spielen auf schwierig und, ja, dann müssen wir sie ja nicht mehr auf normal spielen. Ne? Also theoretisch hätte ich alles eigentlich schon auf schwierig spielen können. Vielleicht machen wir das ab der nächsten Folge, dass wir den direkt auf schwierig spielen. Weil normal, ja, who cares in dem Moment so, ne? Wenn wir den sowieso danach nochmal auf schwierig spielen würden.
Also würde ich mal sagen, im nächsten Video, in der nächsten Mission, also am Boden, das ist ja auch schon so ein bisschen am Boden, super Titel. Und ich sage, wir spielen direkt auf schwierig. Ich bin gespannt, mal gucken. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach die sinnigste Lösung in der, ja, sinnigste Lösung für diese Sache. Dass wir denn wirklich einfach nur noch schwierig spielen direkt. Ich schaue mal kurz das Video. Jetzt geht nämlich 30 Minuten. So, 30 Minuten. Ich habe natürlich ein bisschen am Anfang gelabert, lalala, aber ne, sagen wir denn so 20 Minuten für die beiden Dinger hier. Oder ein bisschen mehr. Das ist auf hart nochmal. Würde wahrscheinlich auch so um die 20 Minuten dauern, schätze ich mal. Obwohl wir jetzt mal wissen, wo die Dörfer sind und wie wir da hinkommen und so, würde ich trotzdem so 20 Minuten einschätzen. Dann wäre das so 40 Minuten lang. Das würde sich in etwa dann so verhalten wie mit den Videos hier. Mit den Missionen. Waren ja auch immer so um die 30, 40 Minuten insgesamt. Aber hier, wie gesagt, mit dem Basisbau kann ich und dem Geld sammeln und so weiter, kann ich mir schon gut vorstellen, dass eine Mission da schon so schon eine halbe Stunde dauert. Also für sich selber, vielleicht 40 Minuten. Ich weiß es gerade nicht so genau. Kommt darauf an, wie umfangreich das alles ist und wie lange das dauert. Und ja. Aber gehen wir mal von einer halben Stunde aus. So, und dann das Ganze nochmal auch schwer. Das wäre eine Stunde für eine Mission. So, und mal angenommen, wir hätten dann, werden wir ja, glaube ich, auch wieder haben. Ich weiß es halt auch nicht so ganz genau, aber ich schätze mal, wir werden ja auch wieder mehrere Missionen danach haben, die quasi im Kern das gleiche sind, aber, ne, so unterschiedlich so ein bisschen hier. Das wären dann irgendwie 2 Stunden. So, im schlimmsten Falle, ne, wenn wir normal und schwierig für jede Map machen würden. Und ich glaube, das ist dann doch etwas zu lang. Ne? So, deswegen werde ich wahrscheinlich wirklich ab der nächsten Folge, also die werde ich jetzt einfach offscreen nochmal kurz durchhamstern, und dann werde ich in der nächsten Folge direkt auf schwierig spielen. So, ja, ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. So, weil die Missionen an sich verändern sich ja nicht, der Aufbau ist derselbe, die Einheiten, die wir bekommen, sind dieselben und so weiter und so fort. Der Unterschied ist ja nur die, in Anführungsstrichen, Härte der Einheiten und sowas, ne? Ja, deswegen machen wir das so, denke ich, ab der nächsten Mission, also ab Mission 5 am Boden, da spielen wir dann direkt auf schwierig und sparen uns den normalen Modus. So, ich denke, das ist jetzt wohl wirklich am sinnigsten, ne? Gut, dann würde ich sagen, ja, natürlich könnte ich jetzt noch sagen, ja komm, wir spielen die beiden nochmal auf schwierig jetzt, aber, ja, komm, bla. Schiedi Goal, gucken wir die Bonusgalerie an. Was haben wir denn Schönes hier? Der ist, glaube ich, neu, ne? Eric Gotch bei einer Pause von den Dreharbeiten. Eric verbrachte ein Wochenende damit, seinen eigenen dreistufigen Rundum-Arbeitsplatz zu bauen, den man im Hintergrund sieht. Geht das auch größer? Nee, ne? Nee. Eric, ein Alleskönner. Aha. Naja, gut, ich meine, sieht auch nicht so anders aus als oder was ist das hier? Nee. Sieht auch nicht so anders aus als moderne Arbeitsplätze, ne? Denke ich mal. Witzig. Haben wir noch mehr bekommen? Oh. Oh. Ist denn das überhaupt, das ist ja gar nicht sortiert hier. Nach Erhalt sortieren. Gesperrtes Anzeigen. So, den hatten wir, glaube ich, schon. Freunde der Bruderschaft. Ja doch, die kennen wir, glaube ich, alle schon, ne? Die können wir zum Schweigen bringen. Oder? Welcher war das hier? Achso, das war das. Ja, okay. Der Vergleich mit Remaster und so weiter. Das war das hier im Greenscreen. Auch Greenscreen. Ja, genau, okay, gut. Den kennen wir die doch alle schon. Ja, sehr schöne Sache das auf jeden Fall. Ja. das sind, also die, gerade die ersten 4 bzw. 8 Missionen sind halt wirklich relativ schnell zu lösen. Ich sag mal, wenn ich sie jetzt einfach nochmal spielen würde, die 4 bzw. 8 da, würde ich da wahrscheinlich auch direkt, zack, in die Basis reinfahren. Zack, hier hinfahren, zack, da hinfahren, so. Scheiß auf den Umweg, so. Direkt den Konvoi abfangen in der Mission eben. Also, da, in der ersten Variante von dieser Mission. Direkt den Konvoi abfangen und dann rein ins Dorf. Egal, lass die Gegner ja kommen und sowas. Tja. Das sind alles Missionen, die sind rucki zucki durch. So, und ab der Hälfte dachten die sich wohl, hey, wir müssen aber langsam mal einen Basisbau einbringen. Weil ich glaube, es sind 13 Missionen oder sowas. 12, 13 Missionen für Notten, meine ich. Und jetzt sind wir bei Mission 5, also haben fast die Hälfte erreicht. So, und ja, ab jetzt werden die Missionen, glaube ich, schon ein bisschen länger werden. Deswegen ist der Umstieg auf schwer ganz in Ordnung. Und ja, passt dann alles schon.
Aber ja, witzig zu sehen, wie sich so das Missionsdesign im Laufe der Jahre verändert hat. Wenn man jetzt das hier vergleicht mit zum Beispiel StarCraft 2 oder sowas halt, ne? Da liegen wirklich Welten zwischen. Und auch interessant, wie ihm das jetzt so auffällt, ne? Wie, ich will nicht sagen, wie naiv, das ist das falsche Wort, aber wie, ja, wie einfach strukturell das so gehalten ist und so, ne? Wie, man merkt, da saßen Leute, die, wenn man selbst damals eine Map gebaut hat, die eigene Map im Map-Editor sah auch so aus. Das war auch so, sowas halt, ne? So, das meine ich halt. Und, wenn dieselben Leute heute eine Map machen, mit den Möglichkeiten von heute, ist das natürlich alles wesentlich komplexer. Und hier was, da was. Zwischensequenzen in der Mission, Sprachsamples, dann triffst du irgendwelche NPCs, dann ändert sich das Missionsziel. Uah! So, und, denn da hast du das Gefühl, du spielst eine Mission und hast das Gefühl, bam, das sind Leute, die haben das gelernt, die wurden dafür ausgebildet, zack, zack, zack. So, und wenn du heute sowas hier spielst, ist das so dieses, ja, okay, die haben sich gedacht, da ist das Dorf, das muss zerstört werden, da spawnen deine Einheiten, wir verstreuen ein paar Leute, da oben ist die Gegnerbasis einfach so, wow, weil es cool, die Gegnerbasis, vielleicht fährt er ja da rein und sagt, oh mein Gott, wuhu, und halt so, ne, so, oh, aber eigentlich könnt ihr auch einfach da lang fahren, ne, so ein kleiner geheimer Weg, um die Mission schneller zu beenden und ja, das fühlt sich so an wie etwas, was man selber gemacht hätte oder jetzt machen würde, wenn man jetzt so einsteigt, jetzt Map-Editor oder sowas, dann wären das so diese ersten Missionen, die man so eventuell machen würde, ne, um sich ranzutesten, um sich reinzufinden. Ah, das ist super, also es ist wirklich eine verdammt interessante Reise in die Vergangenheit, ne. Gefällt mir. Also, ja, wie schon oft genug gesagt, oder nicht oft genug gesagt, die 20 Euro für Remastered, super Investition, super geile Sache. Jeder, der es noch nicht gemacht hat, sollte es machen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und die Mods, die jetzt ins Rollen kommen, die, ja, werden dafür sorgen, dass uns das Ding noch jahrelang begleiten wird. Und auch der Multiplayer, der wird noch viel, viel besser und interessanter werden. Das, kommt jetzt alles. Die nächsten Monate, Wochen, Monate werden auf jeden Fall sehr interessant werden. Da sind ordentlich ein paar super Dinge im Laufen, die halt nur darauf warten, dass sie offiziell genutzt werden können in Remastered. Achso, und genau, Alarmschiff Rot ist schon ein bisschen komplexer von der Missionsgestaltung her. Da ist schon ein bisschen mehr drumherum, mehr Fleisch um die Knochen halt, ne? So, das wird auch interessant. Wenn wir denn jetzt hier Not durchhaben, den GDI und dann den Sprung zu Alarmschiff Rot machen, da liegen auch schon Welten zwischen, obwohl da nur ein Jahr Entwicklungszeit zwischen liegt, ne? Wobei ich denke mal, sie haben mit Alarmschiff Rot schon angefangen, als Command & Conquer selber quasi in den Startlöchern war für die Ladengeschäfte und den Verkauf und so weiter. Da haben sie, glaube ich, schon mit Alarmschiff Rot angefangen, so die Texturen fertig zu machen, die Models fertig zu machen und so weiter und so fort. Ich denke, von vornherein war die Idee, halt einfach direkt einen zweiten Teil rauszuhauen, aber ein anderes Setting. So, ne? Dass da nachher alles verbunden wurde und sowas. Das hat sich wahrscheinlich alles erst im Laufe der Entwicklung, der abschließenden Entwicklung und sowas, denn rausgestellt. Da haben sie sich gedacht, komm, wir verbinden das einfach alles und ist ja irgendwie Command & Conquer und Paralleldimension, dies, das, jenes. Und es passte sehr gut zu diesem allgemeinen B-Movie-Touch, den das ja hat, ne? Ah, es ist großartig, echt. Schön, Command & Conquer auf jeden Fall. Also, wer es nicht gespielt hat, sollte es spielen. Nur die Let's Plays gucken. Also, dafür bin ich natürlich sehr dankbar, wer sich das hier anschaut und einen Daumen da lässt und so weiter und so fort. Super cool. Aber man sollte es auch mal selbst erlebt haben. Auch wenn ich, wenn es so wirkt, als ob das hier Larifari und lächerlich ist, hat es doch seine ganz eigene Stärke. Es ist natürlich saumäßig leicht und simpel zu durchschauen im Moment so, ne? Aber es ist halt trotzdem verdammt gut. Es hat seinen eigenen Charme für sich. Ja, man sollte es auf jeden Fall gespielt haben, allein schon, weil es halt der Titel schlechthin ist, ne? Ohne Command & Conquer, ohne Dune 2, also ohne Westwood, ne? Würde es so vieles nicht geben heutzutage. Allein deswegen sollte man die 20 Euro investieren, ne? Und um die Zukunft der Reihe zu sichern und ein Signal zu setzen, hey, das ist der geile Scheiß, den wir haben wollen, ne? Pimpt das vielleicht nochmal ein bisschen durch coolere Missionen, dies, das, jenes, aber sowas in der Richtung, bam, das ist der Shit, Videosequenzen mit Darstellern und,
geile Soundtracks, Multiplayer, bla, bam, das ist das. So soll ein RTS sein. Ha? So wollen wir ein neues Command & Conquer. So, jetzt genug des Blablas. Direkt mal umschalten. So. Ja, und um dabei zu bleiben, wie es denn weitergeht hier mit der nächsten Notmission, wir werden direkt auf schwierig knacken werden. Ja, ordentlich was vorgenommen. Ihr Leben am Limit, ne? Folgt uns einfach auf /ButtonBrain, Facebook, Twitter, Twitch ist da ja eingeblendet, könnt ihr sehen. Einfach /Brain. /ButtonBrain. Überall dort, dann seht ihr, was wir streamen, wann wir es hochladen, was wir als Video gerade machen und so weiter und so fort. Würde uns freuen, euch da begrüßen zu können. Und schaut doch nochmal auf www.bloodandbrain.de und www.totenstadt.com vorbei. Das sind die beiden Websites für Totenstadt und Voodooheads, unsere beiden Kartenspiele. Ohne die es halt diesen Kanal auch gar nicht geben würde. Ohne die beiden Kartenspiele würdet ihr dieses Video gar nicht sehen, jetzt gerade. Ne? Also schaut mal vorbei. Regelwerke sind da, Beispielkarten sind da, Demo-Videos sind da. Alles, was ihr braucht, um Eindruck von dem zu bekommen, was wir eigentlich so machen. Abseits vom Bruderschaft von Nott zum Sieg führen. Dörfer verwüsten im Namen von GDI. ja, wie gesagt, schaut da mal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann als nächstes am Mittwoch bei Minecraft 1.16 und Terraria wieder. Genau, so, ne? Genau, das läuft morgen am Mittwoch. Oder halt am Donnerstag mit Command & Conquer Remastered entweder Multiplayer-Matches oder noch eine Mod-Vorstellung, mal sehen. Oder halt am Freitag Realms of the Haunting. Oder vielleicht ein Stream am Samstag. Who knows? Ne? Schaut mal rein. Ansonsten ist ja unsere umfangreiche Playlist frei zur Verfügung. Und ich sage mal danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.